Julian Schuster, 2-0 hier bei Eintracht Trier im DFB-Pokal, liest sich relativ souverän. Kam es euch auf dem Platz auch so vor? Ja, vor allem die erste Halbzeit war nicht ganz so einfach. Das hat der Gegner uns sehr schwierig gemacht. Man hat einfach gemerkt, die Trierer waren gut organisiert, haben aggressiv dagegen gehalten. Auch auf dem Platz war es nicht einfach zu kombinieren. Wir haben die Geduld gehabt, hatten auch die erste große Chance, die müssen wir natürlich einfach nutzen. Das wissen wir, das tut natürlich oder gibt eine gewisse Sicherheit in solchen Spielen. Aber dann in der Halbzeit haben wir einfach gesagt, wir müssen ruhig weiterspielen. Die Müdigkeit wird kommen beim Gegner und dadurch auch die Räume, und die haben wir dann gut genutzt und dann auch eben in den Tore dann umgemünzt. Darf nie als Entschuldigung herhalten, aber von außen kam es so vor, als sei es wahnsinnig schwierig, kurze Pässe zu spielen auf dem Platz. Man wusste nie so genau, wo der Ball hinholpert. War es so? War es schwierig? Ja, man weiß ja heutzutage, dass es vor allem oder die kleineren Gegner tun sich dann natürlich oft einfacher, wenn der Platz vielleicht ein bisschen höher ist und vielleicht nicht schön bewässert. Aber wie du schon richtig gesagt hast, das darf keine Ausrede sein. Man kann trotzdem gut auf solchen Plätzen spielen. Wichtig war einfach, so wie es eben schon angesprochen hat, dass man eben einfach geduldig bleibt, auf die Chancen wartet, auch in solchen Spielen. Das haben wir gut getan, haben da auch die Ordnung nicht verloren und daher dann auch das Spiel, denke ich, dann verdient, dann gewonnen. Jetzt kann man mit breiter Brust nächsten Samstag nach Frankfurt fahren, aber ich denke, großartige Rückschlüsse auf das Spiel in Frankfurt kann man nach der heutigen Partie nicht ziehen. Ja, das wird mit Sicherheit ein anderes Spiel werden, aber wichtig war einfach, dass wir heute mit einem positiven Erlebnis einfach in die Saison startet. Ja, man hat schon oft oder man sieht es einfach jedes Jahr, dass sich die vermeintlich Größeren einfach schwer tun. Und daher sind wir froh darüber, dass wir die Runde weiter sind. Das war das Ziel und jetzt freuen wir uns natürlich auf den Bundesliga-Start. Und dann noch Glückwunsch zur erneuten Wahl zum Kapitän des SC Freiburg. Wie lief die Wahl ab und wer ist noch im Team, Kapitänsteam, Mannschaftsratsteam? Ja, wir haben jedes Jahr die gleiche Wahl, wo jeder seine Stimme hat, die er dann eben abgeben darf. Mich freut es natürlich, dass die Mannschaft mich da wieder gewählt hat. Noch dazu, oder die Vertreter sind dann einfach der Olli und der Mucki. Und im Mannschaftsrat sind dann noch der Pavel und der Sascha. Und wieder eine ganz gute Zusammenstellung. Und wir freuen uns, wie gesagt, jetzt auf den Saisonstart nächste Woche und sind da alle sehr heiß drauf.